Mädel, Leute, Serplin hier. Heute geht's um was, was einfach... Ich möchte einfach mal meine Bewunderung zu Supreme äußern. Diese seltsame Modemarke, die es geschafft hat, den Kauf eines Backsteines für um die 200, 300 Euro einfach für Leute lukrativ aussehen zu lassen. Einen Backstein haben sie es einfach geschafft, als Mode-Item zu etablieren. Das ist mittlerweile wirklich einfach ein Zeichen des Swag, einen Backstein zu besitzen, für den du irgendwie 200-300 Euro ausgegeben hast. So, ich ziehe förmlich meinen Hut davor, dass irgendwer es einfach in der Marketingabteilung geschafft hat bei Supreme, einen fucking Backstein zu bewerben. Einen Backstein. Und das mittlerweile den Leute für hunderte Euro kaufen. Das ist einfach für mich so ein Mindblow. Das zeigt einfach, manche Leute rennen wirklich jedem Hype hinterher. So, wenn du nicht mal mehr Halt vor einem Backstein hast, was kaufst du dir als nächstes? Einen riesengroßen schwarzen Black Mamba Dildo aus purem fucking Gold? So, wäre doch geil, ne? Wenn du schon Backstein kaufst, dann kannst du dir doch das gönnen. So, es ist halt einfach so eine kranke Sache für mich. Naja, ich wollte das einfach mal gesagt haben. So, naja, ist doch scheißegal eigentlich. Danke fürs Anhören. Bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked nicht, entbimmelt die Glocke und jetzt... Right there, Vortex.